Das Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz hat sich in den letzten 10 Jahren ein Ausstellungskonzept erarbeitet, das auf die Belange eines Archivs zugeschnitten ist. Im Gegensatz zu einem Museum verfügt ein Archiv nicht über dreidimensionale Objekte, vielmehr verwahrt es zweidimensionale Schriftgut in Form von Akten, Urkunden oder Fotos, die in erster Linie als Träger von Informationen dienen. Diese Informationen möchten wir als Archiv nicht wegsperren, sondern aktiv einer interessierten Öffentlichkeit präsentieren, wie beispielsweise dieses Kirchenbuch von Annweiler aus dem Jahre 1556. Unsere Taufausstellung steht unter dem Leitwort Taufe, Neugeburt aus dem Wasser des Lebens. Eine Einführungstafel und 12 Thementafeln erläutern die Geschichte der Taufe von den Anfängen bis in die Gegenwart. Ausgehend von der Jordan-Taufe Jesu durch Johannes verfolgen wir die Geschichte der Taufe durch die Jahrhunderte. Elemente der Taufliturgie wie Taufbecken, Wasser und Segen werden ebenso erläutert wie die Bedeutung der Namensgebung und des Taufspruches. Warum werden heute in der Regel Kinder getauft und nicht Erwachsene? Auch dieser Frage geht die Ausstellung nach. Nach der Präsentation in unseren Archivräumlichkeiten können die Schautafeln als Wanderausstellungen ausgeliehen werden. Taufprojekte der Landeskirche, der Film Der Schatz der Taufe und das Thema Tauferinnerungen runden die Ausstellung ab. Für die Wanderausstellung vor Ort in einer Kirchengemeinde empfehlen wir als Ergänzung die Gestaltung eines lokalen Schwerpunktes und sind dabei gerne behilflich. Zu unserer Taufausstellung sind auch verschiedene Taufkarten erhältlich, die wir Ihnen gerne mitliefern. Wer sich die Ausstellung ausleihen möchte, findet auf unserer Homepage zentralarchiv-speyer.de unter dem Menüpunkt Ausstellungen weitere Informationen.